algunas palabras en alemán porque me parece muy importante, ¿no? Que también todos los alemanes sepan de la situación y genau. Ich finde es super, dass so viele Leute hier sind bei dieser Kundgebung und sich mit den Protesten solidarisieren, die laut rufen: Renuncia Piñera. Renuncia Piñera. Die Proteste haben gezeigt, dass die Arbeiterinnen und Jugendlichen in Chile die Angst verloren haben und dass sie selbst die brutale Repression des Ausnahmezustandes und der Ausgangssperren konfrontiert haben und weiter protestiert haben. Die Piñera-Regierung hat ihre Hände mit Blut befleckt und mehr als 20 Tote, zahlreiche Fälle von Folter und sexualisierter Gewalt an Frauen auf ihrem Konto. Und jetzt, nach der größten Demonstration in der Geschichte von Chile, wollen sie uns glauben machen, dass sie auf die Menschen gehört haben und sie verstanden haben. Das glauben wir ihnen nicht. Die soziale Agenda der Regierung von Piñera sind nur minimale Veränderungen, die nichts an dem neoliberalen Modell ändern. Sie wollen einige kleine Verbesserungen geben, aber die Bildung soll weiter privat bleiben, das Rentensystem soll weiter privat bleiben, die Gesundheit soll weiter privat bleiben und das Erbe der Militärdiktatur soll nicht angetastet werden. Aber die Massen haben begriffen, dass Piñera gehen muss, damit die Forderungen nach No Más AFP, kostenloser Bildung, einem kostenlosen Gesundheitssystem, öffentlichen Gesundheitssystem und besseren Renten und Löhnen durchgesetzt werden. Doch die Regierung wird nur gehen, wenn die Massen sich weiter mobilisieren und weiter auf die Straße gehen, mit einem unbefristeten Generalstreiks und kämpferischen Demonstrationen das gesamte Land lahmgelegt wird. Denn es geht nicht nur um kleine Reformen, kleine Verbesserungen, es geht um das Ganze und es geht darum, dass nicht mehr dieselben wie früher entscheiden. Und deswegen gibt es auch hier viele Leute, die eine neue Verfassung fordern und eine verfassungsgebende Versammlung, una Asamblea Constituyente. Aber die muss wirklich frei sein und souverän, damit nicht die Parteien des Regimes die Entscheidung treffen, sondern die Massen, die Arbeiterinnen und auf den Ruinen dieses Regimes, das das Erbe der Militärdiktatur ist, wirklich frei über die Zukunft Chiles entschieden werden kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier sind und weiter protestieren und auch, wie es gerade schon gesagt wurde, die deutsche Regierung unter Druck setzen und unsere Solidarität mit dem Kampf in Chile senden. Vielen Dank.